Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077 und zwar nicht Phantom Liberty. In der letzten Folge hatte ich so ein bisschen die Zeit überbrückt in Dogtown und mit einem Fixer-Auftrag und dachte, ich lege mich jetzt schlafen und warte darauf, dass Aaron sich meldet, nutze aber hier die Chance einer Fundmission, die sich hier ergeben hat, ganz spontan. In Lea Gladens Wohnblock. Und zwar handelt es sich hier um eine Rückholaktion. So, Ziel, Lea Gladens Jailbreak-Gerät beschaffen, Couture-Code und so weiter und so fort. Ein Auftrag von Wakako Okada. Da hätte ich ja gar nicht gedacht, dass wir mit der jungen Dame hier nochmal etwas zu tun haben würden im Spiel. Aber oft kommt es anders, als man denkt. Ein großer Schatz kann sich mitunter als ein schwerer Fluch herausstellen. Merkt ihr das wie? Eine Hehlerin in meinem Territorium, Lea Gladen, fiel ein äußerst wertvoller Schatz in die Hände. Ein Gerät, mit dem sich Konzern Cyberware knacken lässt. Einige nennen es Corp Cracker. Das hört sich irgendwie nach einer Knuspermarke an irgendwie. Diese Tech öffnet Anzügen, die aussteigen wollen, alle Türen. Sie können die Cyberware, die Sie von Ihren Konzernen gestellt bekommen haben, behalten oder für gutes Geld verkaufen. Lea ist nicht von gestern. Sie wusste, was die Tech wert ist. Wir beide haben sehr lange verhandelt und waren kurz davor, uns auf einen Preis zu einigen, als auf einmal der Kontakt mit ihr abbrach. Finde für mich heraus, was mit Lea passiert ist. Und viel wichtiger, besorge mir diesen Corp-Cracker. Melde dich nicht eher bei mir, ehe du ihn hast. Verschwende keine Zeit. Gut. Ihr Wohnblock. Man findet kaum noch Nova Virtus heutzutage. Weißt du, was ich letztens hatte? Eine Scroll über so ein bleiches Milchbubi in der Beschwerdeabteilung von Revere Courier. 12 Stunden meines Lebens. Weg. Beschwerdeabteilung, hä? Das klingt echt nach einem XBD. Joom, willst du wissen, was ich hatte? Ich war eine Kuh, komplett high auf LSD oder so, und ich wurde ins Schlachthaus gebracht. Wow, das ist krass. Das war richtig abgefuckt, echt. Musste nach 2 Minuten aufhören. Fragst du dich auch manchmal, wer sich diesen Scheiß ausdenkt? Na, echte Künstler. Na klar, als Kuh ins Schlachthaus, ich bin verwirrt. Hier geht's zum Blue Moon. Kommen wir aber nicht rein. Okay. Mal gucken, was bei Lea los ist. Wo ist der Knopf hier? Apartments. Darf ich denn hier nicht raus? Hä? Was ist denn hier los? Oder muss ich noch hochfahren weiter? Obergeschoss? Stecken können oder einem scheiß Landschaftsplaner. Schön, dich mal wieder zu sehen. Jetzt wieder los, Johnny. Ich werde durch Kakerlaken verseuchte Absteigen geschleift. Da ist es los. Job ist Job. Also, wie war der Code? 2137. Das hätte ich auch so noch gewusst. Nein. Zittert so. 2, 1, 3, 7. Was für ein Saustall. Waren versiffte Absteigen wie die früher nicht genau dein Ding? Ja, schon. Wenn ich bis zur Besinnungslosigkeit voll war. Okay, verstehe. Tja, ob wir hier Lea wohl finden?
habe kein gutes Gefühl. Zugriff gewährt. Okay. Okay. Archiviertes Gespräch zwischen Wilbur und Lea. Hey Lea, hey Wilbur, Tigers, zahlen das Dreifache, klingt gut, zu gut um wahr zu sein, nur kein Neid. Ja, ja, muss los, Hawaii ruft, bis bald. Ah ja. An jemanden verkauft, der mehr bezahlt hat. Woran erinnert ihr euch, oder an wen erinnert ihr euch? So, hier gibt es noch einen Splitter. Genug gejammert. Also sie hat Motivationsbücher gelesen und dann einfach, ja, den einen betrogen. Und da zugeschlagen, wo es mehr Geld gab. Lieferung. Guten Tag, Ihre Bestellung steht zur Abholung bereit. Was gibt's denn da? Stahlrollen an die Unterseite der Maschine montiert. Bitte beachten Sie maximale Rollentragkraft 1000 Kilo. Was auch immer. Okay, Betrugswarnung. Gut, hier erfahren wir auch nicht viel mehr. Okay, hier unten ist noch was. Was ist das? Nebelmaschine. Klimaanlage. Industrierollläden. Wo könnte ich denn hier noch was finden? Hier irgendwo noch ein Badezimmer. Okay, der Ausblick ist ganz in Ordnung. Kaffee. Tom Steiner. Da scheint auch schon länger keiner mehr dran gewesen zu sein. Drücken. Nur nicht, warum es mich kümmern soll. Durchsuche den Geheimraum. Ach. Der Zugang zum Geheimraum war aber sehr offensichtlich. Sieh an. Sieh mal einer an. Okay, interessant. Was sind das hier für ein Schuppen? So, Kohle gibt's. So, 55, 55, E9, 55, 55. E9, E9, BD, 7A, werden wir wohl ein bisschen Kohle bekommen, oder? Nee, Quick-Hack-Komponenten, okay. So, hier sind auch nochmal Nachrichten drauf. Generalschlüssel, halte ich fest. Halte ich gut fest, weil das, was ich habe, das dich umhauen wird. Hübsches kleines Spielzeug zu verkaufen, mit dem du Konzernzeug knacken kannst. 100% effektiv bei Implantaten und Waffen. Funktioniert mit allem außer Nightcrop-Tech. Okay. Sieht aus, als wäre Leia hinter Wakakos Rücken zu den Tiger Claws gegangen. Leia.
Klaus gehört nicht zu denen, die sich an Deals halten. Mal sehen, ob sie Glück hatte. Naja, wenn der ganze Club sich da nie an irgendwelche Deals halten würde, wer würde dann noch Deals mit ihnen machen? Also insofern kann das ja nicht so ganz stimmen. Überlegt nicht zu lange, ich habe andere Käufer, okay? Okay, jetzt gehen wir zum Braindance Club. Ach, da haben wir dann mit den Claws zu tun, nehme ich an. Und dann werden wir sehen, ob es Lea noch gibt, nicht wahr? Okay, hier kommen wir nicht durch. Dann fahren wir eben beim Aufzug wieder runter. Das könnte interessant werden. Braindance Club. So, wie weit ist der? Weit genug, um ein bisschen Auto zu fahren. Das würde mich ja auch nochmal interessieren. Warte mal, wo ist die Karre denn? Hier, der Hellhound. Wir fahren jetzt mal dahin. Da mich einfach mal der Polizei in den Weg zu stellen und einfach mal wild hier zu sagen, pass auf. Ja. Fangt mich oder sterbt. Hier. Das ist eine Karre. Lässt sich leider nicht so gut lenken, wie ich finde. Aber fett gepanzert und hat einen Raketenwerfer. Was ist hier los? Stau? Jetzt muss ich mich ja erstmal wieder umstellen vom Eurotruck Simulator. Kann ich blinken? Nein, ich kann nicht blinken. Heieieiei. Danke. Boah. Wer hat sich dann so eine Straßen ausgedacht hier? So, 350 Meter. Dann können wir uns erstmal einen Braindance geben oder so ähnlich. Hauptsache, wir werden nicht als Kuh ins Schlachthaus geführt, oder wie war das, was die Knalltüten da erzählt haben im Foyer? Hier ist doch ein Parkplatz für mich. Was hast du denn für Probleme? Das wird schon wieder so ein Club sein hier. Cyberbabes. Ach, der macht die Scheibe sauber. Ich dachte, Wunders Gottes, was der da machen würde an der Scheibe. Okay. Will nichts gesagt haben, haben nichts gesehen. Hey! Lass mich einfach in Ruhe. Das war der Türsteher für irgendwas, oder? So, Braindance Club Wirehead. Warum ist denn hier gleich Randale? Ich dachte, ich könnte mir jetzt in Ruhe einen Braindance reinziehen. Ah!
Laden in Arroyo, wo wir manchmal Freitagabends gespielt haben. Wieso? Weil es da richtig hart zuging. Nur ein falsches Wort, ein falscher Blick und du hattest ein Messer im Bauch. Ich hab's gemocht. Der war ja mal. Der ist ja fast klug, der Gegner hier. Oh, Kopf ab. Wie konnte das denn passieren? Guten Appetit, wohl bekommst. Ha? So, hier können wir uns nochmal verbinden. So, lass mal gucken, es geht schon falsch los. 7a, 1c, ff, 1c. 55, 1c, 7a. Auf jeden Fall gibt's hier was. Überall Terminals zum Verbinden. Was ist denn hier los? So, 1C. 1C, E9. BD. 7a. Wie auch immer. Bingo, komm zu Papa. Und für dieses winzige Scheißding sind so viele gestorben? Auf die Größe kommt's nicht an. Wir beide wissen, dass das völliger Blödsinn ist. Sondern auf die Dicke. Okay, Corpcracker. So, und jetzt wieder aus dem Laden verschwinden. Das war's schon. Das heißt ja nicht, dass wir hier nicht noch ein bisschen looten dürfen, oder? Okay, was sind irgendwelche Braindance-Kabinen oder was? So, mal schauen. F1CBD. 1CBD. Hm. 7A. E9. BD 55. Jetzt noch über 100 Spielstunden, verstehe ich langsam, wie das funktioniert. BioWare, was war denn hier für eine Scheinerei los? Dran. Aber wir haben eine Gewinnerin. Wir haben eine Gewinnerin. Ach. Das scheint Lea zu sein, oder? Ich nehme sie mal mit. Aus was bringt? Keine Ahnung. Okay, wir sollen hier hinten durchlaufen. Loot.
Achso, das ist gar kein Terminal. Na komm. Ich kannte dich zwar nicht und du bist tot, aber ich bring dich hier raus. Auf dass sich wenigstens jemand findet. Habgier zahlt sich nicht aus, ja. Das stimmt nicht immer. Muss man mal so sagen, wie es ist. Ich werde ja nicht nur die Ausrüstung hinterlegen am Abholort, sondern ich werde da auch Lea hinterlegen. Da will ich nicht durch. Okay, hier gibt es noch irgendwie einen besonderen Gegenstand. Na gut. Du bist mir leider nicht ganz gewachsen. Oh, wer kommt denn da noch alles? So, was ist das hier? Ausdauerbooster. Bumm. Was Überfall im Gange? Die ganzen Splitter könnten wir auch noch mal irgendwann lesen, aber ich kriege ja gar keinen Zusammenhang mehr hin. Das hat auch irgendwie was Meditatives hier, die Dame durch die Stadt zu tragen, oder? Perdóname, por favor. Schone mich bitte. Ach so. Weil ich die Dame mit mir rumtrage. Ort. Der wäre wo? Wahrscheinlich hier oben. Oder nicht hier oben. Okay, hierauf. Wie sie alle weglaufen vor mir. Ich kann nur eine Person tragen, keine Angst. Okay. Ich würde sagen, ich habe meine Pflicht übererfüllt, indem ich nicht nur die Ware abliefere, sondern Lea gleich mit. Missionsitem hinterlegen.
Wo ist denn das Missions-Item? Jetzt muss ich das noch raussuchen. Missions-Item. Also R wäre verkaufen. Okay. F-Missions-Item. Ist der Pilz, wo ich das finde? Ich weiß gar nicht, wie der Gegenstand aussieht. Ich bin doch jetzt bei Verkaufen, oder? Stimmt doch irgendwas nicht. Hinterlege die Ausrüstung. Oder ist das nicht der Übergabeort? Missionsitem. Ah ja. Ja, gib mir das Geld und gut ist. So, da hinten hätten wir noch so einen Autorückführungsauftrag. Die sind mit Phantom Liberty reingekommen, ne? Aber es ist ja ein Auftrag außerhalb von Phantom Liberty. Ja, wo ist denn der Auftrag? Wo muss ich da lang? Komme ich da gerade überhaupt lang? Dann müsste ich ja durch das Gebäude durch. Oder irgendwie außen rum. Oder hier hinten irgendwie lang. Gut, vielleicht läuft uns da ja zufällig nochmal irgendwas über den Weg. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, gleich nochmal nach Hause zu kommen, um zu schlafen und auf den Anruf von Aaron zu warten. Ich finde, wir hatten jetzt hier nochmal eine schöne Abwechslung, indem wir hier nochmal eine Mission zwischendurch auch gemacht haben. Ja, hoffentlich seid ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.